Warte mal, warte mal. Ja, was bringen wir bei den Benehmen wie die Zoo? Ja, ja. Ja, ja. Das ist gut. Ja, das machen, ne? So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir schon das Ergebnis vom zweiten Ring. Wir erhalten auf dem Endring dann die Programmnummer 17, Casalfino, die Programmnummer 81, Numero Uno, und die 119, Cornet Agolensky, und die 142, Herald. Dann haben wir nachher 7 auf dem Endring und wir verabschieden die Programmnummer 80. Programmnummer 80, bitte einmal hier Aufstellung nehmen. Programmnummer 80 ist ein Diarado-Sohn aus einer Cassini 1 Cordelabrio Sacramento Song Marconi Mutter, Züchternbesitzer Klaus-Heinrich Petersen aus Arenjöl. Das Fohlen sahen wir heute Vormittag dort auf seinem Platz, 3,5 Monate alt. Super im Lack dieses Fohlen, auch im Futter. Auffällig hier attraktiv, die dunkle Farbe mit viel Schnabel und sportlich durch den Körper gehend, locker die Bewegungen mit gutem Abfußen. Aus dem Stamm 741, ja, eine sehr erfolgreiche Linie in Holstein, hier typisch in diesem Stamm Sacramento Song und auch Marconi bei der Familie Witt in Friedrichsburg oder Willingenhusen ist dieser Stamm ja sehr stark vertreten und beheimatet. Herzlichen Glückwunsch an Klaus-Heinrich Petersen. Auch hier gibt es den Geldpreis der Nordostsee-Sparklasse. So, dann verabschieden wir die 100. Möchte ich erwähnen, denn wir hörten gerade, dass sie uns schon verlassen hat. Das ist das Hengstfohlen von Crumble aus einer Carpaccio Lavaletto Grandiman Lorenz Mutter, Züchter und Besitzer Klaus-Dieter Petersen aus Ehrendorf. Das war ja das 5,5 Monate alte Fohlen, das schon sehr selbstbewusst hier auftrat. Und der Züchter wollte nicht den Ring hier ganz auf den Kopf stellen und durcheinander bringen. Er hat also hier vorzeitig das Ganze verlassen. Auch ein tolles Fohlen, ja sehr weit entwickelt. Es ist ja enorm, wie dieses Fohlen sich noch im Championatsformat erhalten konnte, mit dem
5,5 Monaten wissen wir ja, dass die Fohlen sich dann in der Regel schon auseinanderwachsen. Dieses Fohlen noch sehr harmonisch, sehr selbstbewusst, elastisch, hier eben auch sehr gelungen. Und wir gratulieren Klaus Dieter Petersen, der natürlich auch den Ehrenpreis der Nordostsee-Sparkasse erhält. So, dann haben wir die Programmnummer 136, die wir verabschieden. 136 ist wieder ein Livello-Sohn aus einer Catani Cassini 1 Bacchus Karnevalmutter. Zuchtgemeinschaft Rathmann aus Husum ist hier Züchter und Aussteller. Auch ein weit entwickeltes Fohlen, 4 Monate alt, sehr schon auf Anhieb championatsverdächtig. Auffällig im Typ und mit großer Ausstrahlung hier bei der Einzelvorstellung heute auch hier in Behrendorf, hat jetzt nicht ganz im Championat das mehr halten können, aber auch ein toller Sportler, der aus dem Stamm 1228, der ja bei Familie Rathmann auch sehr erfolgreich eingesetzt wird. Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt den Ehrenpreis der Nordostsee-Sparkasse. Das ist die 136. Dann kommen wir zur 287. Das ist wieder ein Fohlen aus dem Nachtrag. 287. Da haben wir ihn. Das ist der Loveless-Sohn aus einer Quarz-Colbert-Calando 4 Landego-Mutter. Renate Christiansen aus Falkersum-Fürst, die Züchter sind, und Hart Jensen aus Mittlung, der Besitzer. Dieses Fohlen haben wir am Montag auf Föhr gesehen. 4 Wochen alt, gewaltiger Typ, sehr edel, sehr viel Ausstrahlung. Und in der Bewegung dort auf dem Grasplatz war das noch nicht so ganz erkennbar. Das hat er hier sehr gut gemeistert, hat sich deutlich verbessert. Sehr sportlich auch in der Bewegung gezeigt. Also ein sehr interessantes Fohlen aus dem Stamm 5739, der ja bei Annegret Tamling, viele erinnern sich an die Züchterin hier, vom Gut Fahren steht in Schleswig-Flensburg bei Böcklund. Viele tolle Pferde, unter anderem der Hengst Coriolan, ja, als großes Aushängeschild dieser Linie. Herzlichen Glückwunsch auch nach Föhr. So, die 295, das ist noch einmal ein Livello-Sohn von Hauke Paulsen, und zwar aus der Noblesse von Cassini, Tola Capo, Volleyweiß Goldschmied. Da sind wir wieder bei der Abstammung von Hauke Paulsen in Innenstedt. 6 Wochen alt dieses Fohlen, auch sehr jung, solide, gut im Schuss, korrekt rundum dieses Fohlen, hatte auch einen super Auftritt in der Bewegung, sehr schön locker durch den Körper gehen, so wie es sein soll. Herzlichen Glückwunsch, Hauke Paulsen aus Immenstedt. So, und hier überreichen Elke Maat und Jürgen Sönnigsen wieder den Ehrenpreis der Nordostsee-Sparkasse. So, dann haben wir die Fohlen soweit geehrt und es verbleiben in der Bahn die folgenden 7 Fohlen, oder die jetzt nicht verbleiben, sondern zu uns kommen: die 1, die 2, die 55, die 17, die 81, die 119 und die 142. Diese Fohlen möchten wir jetzt hier auf dem M-Train noch einmal in Augenschein nehmen.